Hallo meine Lieben, ich freue mich tierisch, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal unseren DM-Einkauf, sprich es gibt einen DM-Haul für euch. Ich persönlich finde DM-Hauls immer cool, dadurch, dass ich mir schon bei vielen Videos auch Sachen abgeguckt habe und die dann einfach nachgekauft habe. Manchmal läuft man ja doch durch den DM und überlegt dann, soll ich mitnehmen, soll ich nicht mitnehmen? Und so ein Haul überzeugt mich dann immer, Sachen wirklich mal mitzunehmen, um auszuprobieren. Schwerpunkt bei unserem DM-Einkauf liegt immer noch in den Babysachen oder in der Kategorie Baby, dadurch, dass wir halt viele Produkte von der Babylove-Serie vom DM verwenden, weil sie wirklich gut ist. Es sind aber auch ein paar andere Produkte aus Haushalt oder Pflege dabei. Ich mache das jetzt ganz bunt gemischt, so wie das vor mir hier am Boden liegt und starte gleich mal. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich den Einkaufszettel verschlampert habe oder zumindest weiß ich nicht mehr, wo er ist. Ich glaube, ich habe ihn weggeschmissen. Deswegen gebe ich jetzt nicht bei jedem den Preis dazu. Wo ich ihn weiß, sage ich ihn natürlich oder ich schätze ihn halt ungefähr. Ja, dann fangen wir mal an, gleich mit einem etwas größeren Pack. Und zwar sind es einmal die Windeln für die Luna, die Pampers in der Größe 2. Momentan trägt sie, wie gesagt, noch die Zweiergröße. Ich denke allerdings, dass es nicht mehr lange dauert und die Luna dann die Dreiergröße braucht. Kostet die 44 Stück sind da, glaube ich, drinnen. Ja, 44 Stück kosten da 7,95. Allerdings hatte ich aus diesem Couponheftchen von dem Babyclub von DM, also dieses Glückskind-Club, ein Coupon mit 1,50 Euro Abzug, wenn man da eine Schachtel kauft oder so eine 44er Packung. Dann geht es weiter mit Sachen für mich. Und zwar diese Reinigungstücher von Balea. Diese blauen. Die gibt es für die verschiedenen Hauttypen. Einmal normale Größe und dann habe ich sie mir noch in dieser Pocket-Version mitgenommen. Dadurch, dass wir ja schon des Öfteren mal unterwegs sind mit der Luna, weil die Verwandtschaft von uns ja im Saarland wohnt. Und dann ist mein Beauty-Bag, also sprich mein Kosmetiktäschchen, immer so voll, wenn ich da die Riesengrößen mitnehme. Ich weiß, im Verhältnis sind diese kleineren Größen immer teurer, aber mir ist es das wert, wenn ich da halt in meinem, ja, in meiner Kosmetiktasche halt dann, wenn ich die noch zubekomme, sagen wir mal so. Deswegen nehme ich mir da immer die kleineren Sachen auch noch mit. Gibt es auch so eine grüne Serie, die ist dann so klärend. Ich hatte die blaue auch schon, die grüne ist momentan anscheinend ausverkauft bei DM, deswegen habe ich mir die blaue mitgenommen, vertrage ich genauso gut. Kann man ruhig mal ausprobieren. Eine Handcreme haben wir auch gebraucht, deswegen habe ich mal eine neue mitgenommen. Und zwar aus dieser Balea Luxury Serie. Dieses Golden Glamour nennt sich das Ganze mit Vanille und Patchouli Duft. Riecht super lecker in so einem Spender. Zieht auch wahnsinnig gut ein und also hinterlässt auch keinen Fettfilm oder sowas. Wie gesagt, riecht total gut. Probiere ich jetzt einfach mal aus. Hat mich die Packung irgendwie angesprochen, weil die so edel aussieht. Kann ich euch ja mal berichten, wie ich sie fand. Erster Eindruck, ist auf jeden Fall super gut. Also sie riecht super lecker und zieht auch wirklich gut ein. Dann habe ich noch mitgenommen für mich selbst einmal diese Gliss-Kur Haarspray. Ich denke, die werden viele von euch kennen. Die gibt es ja auch schon ewige Zeit hin. Die gibt es auch schon ewige Zeiten. Ich habe jetzt kein unbedingt tolles Haar. Also ich habe recht dünne Haare. Trotzdem komme ich da aber immer nach dem Waschen, sprich nach dem Baden oder Duschen, mit einem Kamm oder der Bürste schlecht durch. Und ich sprühe mir davon immer ein paar Spritzer drauf. Riecht total gut, pflegt die Haare auch super. Also sie werden schön weich und glänzen und kostet, glaube ich, 1,95 Euro. Nehme ich mir immer mit für meine Haare. Dann geht's weiter, nächster Artikel. Einmal die Wickelauflagen oder Wickelunterlagen von Babylove, diese Einmalwickelunterlagen. 10 Stück sind da drinnen für keine 3 Euro, glaube ich. Die legen wir immer, wenn wir die Luna nackig strampeln lassen, mit unter das Sofa bei uns drunter. Einfach aus dem Grund, dass sie halt, wenn sie da doch mal pieseln muss, unser Sofa bzw. ihre Lässigspieldecke nicht immer voll pieselt. Und mein Mann legt das auch immer beim Wickeln mit drunter, weil der sich immer,
Die Luna hat halt meinem Mann schon ein paar Mal auf den Wickeltisch gepieselt und ich wasche dann halt einfach die Wickelunterlage, aber er legt immer so eine Einmal-Wickelunterlage dann drunter, wenn er mal wickelt. Ja, deswegen nehmen wir die immer mit, wenn wir bei DM sind. Die sind ja auch immer in unserem Wickeltäschchen drin, also in dieser Windeltasche, das ihr bei mir in dem Wickeltaschenvideo gesehen habt. Und ja, vielen Mamis, die die regelmäßig verwenden, sind die zu teuer. 10 Stück für 3 Euro irgendwas oder 2 Euro irgendwas, weiß ich jetzt gar nicht. Und die kaufen sich jetzt entweder im Internet, gibt es aber auch in der Apotheke, so Einmalwickelunterlagen aus der Krankenpflege. Die sind eigentlich genauso wie die jetzt alle, die ich euch gezeigt habe. Nur gibt es die in einem 50er oder ich glaube sogar in einem 100er Pack und da dann auf die einzelne Stückzahl gerechnet halt viel, viel günstiger. Wir haben da keinen Bock drauf, so einen riesen Karton bei uns mit in der Wohnung rumfliegen zu haben. Deswegen reicht uns diese 10er Packung von Babylove. Dann ganz unspektakulär geht es weiter mit diesen Desinfektionstüchern. Ihr habt da jetzt ja auch schon mal in dem Wickeltaschenvideo von mir gesehen. Verwende ich einfach, ja, wenn wir unterwegs sind, um irgendwelche ekligen Stellen oder was zu desinfizieren. Oder wenn ihr halt mal die Rassel runterfällt und es da eben nicht so sauber ist oder halt ihr Spielzeug. Schadet ja nichts, wenn man Desinfektionsmittel dabei hat. Dann habe ich mitgenommen, was liegt hier denn noch so rum, 2 Packungen von diesen Babylove Pflegetüchern. Eins kommt bei der Luna an die Wickelkommode und eins kommt bei uns ins Badezimmer früh zum Naseputzen. Ja, nehmen wir einfach immer mit, ganz unspektakulär von Babylove. 100 Stück sind da drinnen, die sind auch ja, größer wie andere Kosmetiktücher und nicht so arg hart. Also wenn man sich da die Nase putzt, gibt es da nicht gleich so offene Stellen. Dann, was kugelt hier noch so? Ah ja. Dann habe ich noch von Frosch dieses Frosch wie Gallseife eingepackt. Die Luna hat ja nicht oft Stuhlgang, aber wenn sie Stuhlgang hat, dann ist es meistens so eine Riesenmenge, dass es die Windel nicht packt oder zumindest drückt es dann meistens an der Windel seitlich oder oben raus und dann ist ihr Body manchmal voll und das behandle ich dann vorher mit diesem Frosch wie Gallseife, weil die Luna so viele niedliche Bodies hat und es wäre total schade, wenn die dann halt nicht mehr sauber gehen würden, wenn da Kacki drauf wäre. Habe ich aber jetzt auch schon mal bei anderen Flecken, also sprich bei unseren Klamotten ausprobiert und bin wirklich zufrieden. Man sprüht es drauf und nimmt es dann einfach beim nächsten Waschgang mit in die Waschmaschine und alle Flecken, die ich jetzt damit behandelt habe, waren wirklich weg. Also war ich echt begeistert. Kostet 3 Euro irgendwas, glaube ich. Also nicht ganz günstig, aber hält ewig. Also da ist ja viel drinnen und man braucht wirklich nur so 2-3 Sprüher, je nachdem wie groß der Fleck halt ist, ne? Dann geht's weiter mit einer Nachfüllkartusche für unseren Tommy Tippy Windeleimer. Ich habe diesen Tommy Tippy Windeleimer, muss ich sagen, bei einem Babybazar für 5 Euro gekauft. Anscheinend wollte den eine Mami unbedingt loswerden. Normalerweise, wer Tommy Tippy Eimer kennt, weiß, dass die viel teurer sind. Und deswegen habe ich mir ihn eigentlich mitgenommen und verwende jetzt halt diese Kartuschen. Die Kartuschen halten auch relativ lange. Ich hätte auch einen anderen Windeleimer genommen, aber wie gesagt, meine Schwägerin hat den entdeckt und dann haben wir ihn einfach mitgenommen, weil wir gedacht haben, für 5 Euro machen wir da nichts kaputt. Und deswegen muss immer so eine Kartusche mit, wenn wir beim DM sind, für 7,95 €. Nächster Artikel, kommt aus der Kategorie Luna und zwar nehme ich dafür die Luna immer diese Einmalwaschlappen mit, früh zum Waschen meiner kleinen Mausi. Normalerweise wird die Luna, das habe ich jetzt auch mal mit hergebracht, um es euch zu zeigen, mit Wasser, also mit warmem Wasser und ein bisschen Babywaschgel gewaschen, also am ganzen Körper. Und zwar habe ich mir da aus der IKEA so ein Set ist das mit Eimer und so Häkchen und eben so einer Schüssel. Die klemme ich ihr an ihre Wickelkommode mit dran. Da habe ich so eine zusammengebaute aus einer Malmkommode und einem Aufsatz für die Malmkommode. Also passt optimal. Und dann halt diese, ich denke mal, die werden auch viele kennen, diese Waschlappen von
von der IKEA. Das sind 10 Stück in der Packung für, ich glaube, 2 Euro irgendwas. Also wahnsinnig günstig. Und damit wird sie eigentlich gewaschen. Außer ihren Popo und vorne rum wasche ich sie mit so einmal Waschlappen. Eben 30 Stück sind da drinnen. Es reicht also einen Monat, wenn ich da eine Packung aufmache. Einfach aus dem Grund, weil ich es unhygienisch finde, die Luna mit einem Waschlappen, der immer wieder verwendet wird. Also klar, wird da von mir auch in der Waschmaschine gewaschen, aber er wird ja immer wieder verwendet. Und das finde ich irgendwie komisch. Also ich möchte es halt einfach nicht. Also sprich für ihren Popo und für vorne rum, wie auch immer ihr das da draußen nennt. Es würde mich übrigens mal interessieren, wie ihr das nennt, vorne rum. Mumi oder keine Ahnung, da gibt es ja die tollsten Namen, das könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Ist ja irgendwie immer ein bisschen blöd, da drüber zu reden und Vagina bei so einem kleinen Kind zu sagen, finde ich irgendwie auch komisch. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Auf jeden Fall wasche ich vorne rum und hinten rum die Luna mit so Eimerwaschlappen und der wandert dann danach mit in den Windeleimer, also sprich mit in den Mülleimer. Nächster Artikel, den ich euch zeige, ist einmal ein Thymian-Erkältungsbad von Penaten. Die Luna war nach den Weihnachtsfeiertagen bzw. nach Silvester ein bisschen erkältet. Also sie hatte Schnupfen und ein bisschen Husten. Und ich habe es mit Kochsalzlösung für die Nase wieder hinbekommen und ein bisschen Schleimlöser habe ich ihr gegeben. Und dachte aber, ich tue ihr auch noch was Gutes, wenn ich ihr einfach anstelle von dem Schleimlöser ein kleines Thymianbad am Abend mache. Also ich habe einen ganz kleinen Spritzer mit in ihr Badewasser reingetan und fand, das hat ihr gut getan. Auch wenn mich jetzt viele haten werden, dadurch, dass die Luna ja erst 3 Monate ist und auf dieser Packung steht für Säuglinge ab 6 Monaten, weiß ich ganz sicher, dass es Thymian-Hustensäfte für Säuglinge gibt, die man einnimmt. Von daher habe ich mir dann gedacht, ich mache sicherlich nichts verkehrt, wenn ich ihr wirklich nur einen kleinen Spritzer mit in ihr Badewasser rein tue. Dann kann sie es einfach ja durch die Atmung aufnehmen, aber auch ein bisschen durch die Haut. Und sie hat es überlebt. Und ich habe, wie gesagt, den Eindruck gehabt, dass es ihr schon geholfen hat. Kostet 6,95 Euro, glaube ich, aber es lohnt sich, weil man ja nur einen kleinen Spritzer immer braucht. Und es hält ja dann ewig. Also die Flasche, ich zeige euch hier mal. Ich habe es jetzt 2-mal für die Luna verwendet und es ist so wenig von dieser Flasche draußen. Also, wie gesagt, ich denke, die hält euch ewig, wenn ihr die mitnehmt. Und es riecht auch total intensiv nach Thymian. Ah, gut. Riecht ganz intensiv, also da braucht man auch ganz, ganz wenig. Allerdings hatten mein Mann und ich den Eindruck, dass die Luna diesen Thymian-Geruch nicht so wirklich mag, weil sie eigentlich gerne planscht, aber komischerweise die 2-mal, wo wir mit dem Thymian-Bad gebadet haben, hat sie immer ein bisschen so vor sich hingequengelt. Also sie hat nicht richtig geweint, aber sie hat das Bad nicht so genossen wie sonst. Kann aber natürlich auch sein, weil sie halt einfach krank war, dass sie irgendwie keinen Bock hatte auf Baden. Ja, wie gesagt, kostet 6,95 €. Dann, nächster Artikel ist ein Riesenteil. Habe ich mir einmal dieses Perwoll Renew Weiß mitgenommen. Da gibt es auch eine rote Packung für die bunte Wäsche, also das Renew Color nennt sich das. Und es soll die Farben wieder auffrischen. Das für die bunte Wäsche habe ich schon verwendet. Da habe ich mir jetzt sogar schon eine 2. Flasche davon gekauft, weil es echt wahnsinnig toll ist. Also gerade wenn ihr so bunte Klamotten tragt, mein Mann trägt relativ viele T-Shirts, die bunt sind, da strahlen die Farben wirklich wieder mehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich mir das mal jetzt mit für die weiße Wäsche. Wir haben auch viele weiße Oberteile oder halt auch die weiße Unterwäsche. Kann ja auch gerne wieder ein bisschen mehr strahlen, wie sie jetzt macht. Kostet 3,95 €, da kann man, wie viele Wäschen kann man damit machen? 20 Wäschen. Und wenn man jetzt Persil oder irgendwas nimmt, da kostet diese Flasche immer gleich 4 € irgendwas. Also man spart schon auch, wenn man mal auf Perwoll umsteigt. Probiert's mal aus. Ich bin begeistert. Also zumindest von diesem bunten. Von dem weißen kann ich es ja noch nicht sagen. Der nächste Artikel, den ich mir hier vor mir schnappe, ist einmal auch wieder von Frosch. Ich finde die Froschprodukte nicht schlecht, deswegen. Frosch Orangen Multiflächenreiniger. Da kann man jetzt Flächen reinigen. Ja, Hochglanzflächen, die Bildschirme von Computer oder Fernseher oder kann man damit reinigen.
Man kann aber auch Glasscheiben damit reinigen. Also es ist einfach so ein Multireiniger. Und manchmal muss es ja doch schnell gehen beim Abstauben. Man hat keine Zeit, da einen 10-Liter-Eimer zu füllen und dann noch mit General und Lappen und hier und da, tralala. Jeder weiß das ja, wenn man einen kleinen Schnuffi daheim hat. Ich mache das immer, dass ich dann zwischendurch einfach durch die Wohnung gehe, wo ich sehe, ups, da liegt ein bisschen Staub auf dem Fensterbrett oder was, hole ich das Spray, sprühe ein paar Spritzer drauf mit dem Zewa hinterher und dann ist es auch wieder sauber. Duftet ein bisschen nach Orange. Ich habe allerdings gedacht, dass es besser nach Orange riecht. Also es riecht jetzt nicht so wirklich zitrusmäßig, wie man sich das wünscht. Es riecht schon nach Orange, aber eben nicht so intensiv. Kostet 3 Euro irgendwas. Von der Reinigung finde ich super und es ist halt wirklich auch streifenfrei. Also das ist der Hammer. Ich habe letztens damit unseren Spiegel im Bad geputzt und musste nur einmal drüber und der Spiegel hat wirklich geglänzt, ohne einen einzigen Streifen zu haben. Nicht schlecht, kann ich nur empfehlen. Probiert es mal aus. So, langsam wird es hier weniger. Nächster Artikel, den ich euch zeige. Ja, unspektakulär, aber nicht gerade unwichtig. Ist unser Denkmit-Kloreiniger. Riecht nach Zitrone. Finde ich immer ganz angenehm, wenn die Sachen fürs Badezimmer eben nach Zitrus duften, weil man da irgendwie immer so ein sauberes Gefühl dafür dann bekommt. Jetzt hat, mein Gott, dieser Fokus. Ja, kostet glaube ich unter 1 Euro und hält ewig, obwohl ich es zweimal, nicht zweimal am Tag, jeden zweiten Tag in unser Klo reinspritze. Was ich uns noch mitgenommen habe, kennt ihr auch schon aus meinen Jahresfavoriten und aus meinem Wickeltaschenvideo, weil es einfach der megamäßige Basic von uns ist, sind diese Babylove Einmalwaschlappen. Einmal in der großen Größe, 80 Stück sind da drinnen und nochmal in dieser Pocket-Version für meine Wickeltasche bzw. für die kleinen Schubläden bei uns überall in der Wohnung. Die kleinen sind freilich im Verhältnis wieder preislich etwas höher, ist mir aber egal, weil sie einfach praktischer sind als dieser 80er-Pack. Ne? Und der 80er-Pack, der liegt bei der Luna mit am Wickeltisch, eben um sie ab und zu mal sauber zu machen. Dann, ja, gleiche Kategorie, dann zeige ich euch das nochmal, auch von Babylove, zweimal diese Pocket-Version von den Feuchttüchern. Große Packung von Feuchttüchern, habe ich noch ganz viele zu Hause, da habe ich mich vor meiner Entbindung eingedeckt und habe dann auch zur Geburt noch einiges geschenkt bekommen. Da habe ich aber auch die unterschiedlichsten, also entweder die von Babylove, ich habe aber auch die von Hip oder die von Pampers oder auch von Babylove gibt es ja nochmal so eine andere Serie, also so eine für ganz Neugeborene. Die Luna ist da ganz unproblematisch von der Haut, also die verträgt eigentlich alle Feuchttücher, die ich ihr jetzt, die ich jetzt mal mit ihr ausprobiert habe oder zumindest die ich halt jetzt bis jetzt verwendet habe. Von daher ist es eigentlich egal. Dann, nächster Artikel ist einmal für mich und zwar ist das dieser Babylove Stilltee. Ich habe den jetzt schon mal aus der Unverpackung raus, weil ich ihn schon getrunken habe. Ihr wisst ja aus meinem Jahresfavoriten-Video, dass ich eigentlich diese Droga-Tees bevorzuge, weil sie qualitativ höher sind. Allerdings ist der mir jetzt ausgegangen und dann dachte ich mir, naja, probiere ich mal den Stilltee von DM, vielleicht schmeckt der ja auch. Die Stilltees unterscheiden sich ja eben eigentlich nur mit diesem Melisse und meistens Zitronenverbene als Geschmacksverbesserer. Ich persönlich mag das überhaupt nicht. Ich mag weder diesen Melisse-Geschmack noch dieses Zitronenverbene. Ich trinke da lieber oldschool diesen Anis-Fenchel-Kümmel ohne Zusätze sozusagen. Er schmeckt schon, aber wenn mein Fenchel-Anis-Kümmel-Tee aus der Apotheke zu mir kommt, dann werde ich das mischen. Also zwei Beutel Fenchel-Anis-Kümmel und einen Beutel dann von dem Stilltee mit rein, weil es mir, wie gesagt, nicht so gut schmeckt. Der nächste Artikel, den ich euch zeige, ist was zum Schmunzeln. Ich habe mir meine erste Anti-Falten-Creme gekauft und zwar von L'Oreal, diesen Revita Lift Filler HA. Ich bin jetzt ja doch schon 30 Jahre alt und dachte mir, Mensch, jetzt kannst du vielleicht doch mal langsam anfangen, was gegen deine Mimik und Lachfältchen zu unternehmen. Ich hatte bei meiner letzten Douglas-Bestellung eine Probe davon mit in meinem Paket und habe es dann ausprobiert. Ich muss da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil ich relativ,
ja, ich habe irgendwie ich habe schon Mischhaut und reagiere dann auf solche, gerade so Antifaltencremes, wenn die ein bisschen reichhaltiger von der Konsistenz sind, oft mit Hautunreinheiten. Habt ihr aber, wie gesagt, ausprobiert und die verträgt meine Haut super gut. Also die macht auch so einen richtig schönen pudrigen Film im Gesicht. Zieht bei mir eben schön weg. Das ist mir halt wichtig, dass ich da nicht irgendwann dann anfange extrem zu glänzen. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere sie jetzt einfach mal aus. Kostet 17,95 €, also ist nicht gerade günstig. Aber wenn man in der Parfümerie oder in anderen Drogerien, Apotheken nach Antifaltencremes schaut, sind die viel, viel teurer. Von daher probiere ich die jetzt einfach mal aus. Und vielleicht seht ihr ja in meinen nächsten Videos, dass ich schon viel aufgepolsterter im Gesicht aussehe. Ja, kostet 17,95 €. Nächster Artikel, der mit musste, weil er leer war, ist unser Haarspray. Ganz, ja, einfach, da haben wir das von Syoss und zwar das mit dem maximalen Halt, also diese grüne Flasche. Mein Mann hat, wie sagt man das, mein Mann hat eine Frisur, also mein Mann hat jetzt nicht so ganz kurze Stupfelhaare wie viele Männer, sondern mein Mann hat schon so eine richtige Frisur, so eine Frise und braucht dafür immer Haarspray. Ein Fluch und ein Segen, es sieht natürlich total schön aus, finde ich. Aber wenn mein Mann sich früh damit in mein Bad die Haare einsprüht, dann ich putze mein Bad und 2 Tage später habe ich schon überall so einen Film vom Haarspray. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Syoss Haarspray ist nicht ganz günstig, aber es ist wirklich sehr gut. Also es hat wirklich einen super guten Halt. Kann ich nur empfehlen, probiert das mal aus, wenn ihr das nicht kennt. Der nächste Artikel, der mit musste bei uns im DM-Einkauf, ist mein Clairasil Waschgel. Damit wasche ich mir früh und abend mein Gesicht mit dieser 5-in-1 Wirkung. Ich wasche mir aber nicht nur damit das Gesicht, beziehungsweise nicht nur mit meinen Händen sozusagen, sondern ich verwende da auch noch die Klinik-Reinigungsbürste mit dazu. Das heißt, ich mache mein Gesicht nass, schäume das mit dem Clairasil ein und fahre dann anschließend eine Minute lang mit dieser Klinik-Reinigungsbürste, hört ihr das? Ja, so einen vibrierenden Kopf. Eine Minute lang über mein Gesicht. Ich habe da auch den Aufsatz für die unreine Haut drauf. Da gibt es auch noch einen normalen. Und T-Zone macht man so von oben nach unten und die Backen kann man dann kreisen. Ein Intervall sind 30 Sekunden. Das heißt, ich drücke da zweimal hintereinander auf diesen Startknopf. Kommt auch so eine Docking Station mit dazu zum Aufladen. Da ist ein Akku drinnen. Verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Also die ist wirklich wahnsinnig gut. Ich habe die mal in so einem Printmagazin gesehen und habe sie mir dann tatsächlich gekauft, weil sie einen stolzen Preis von 120 € damals vor einem Jahr noch hatte. Aber seitdem ich die verwende, habe ich viel, viel weniger Mitesser und Pickel und meine Haut ist auch nicht mehr so fettig und ganz, ganz weich. Also ich kann die wirklich nur empfehlen, wenn ihr ja, etwas Problemhaut habt, kauft die euch mit diesem blauen Aufsatz. Ist wirklich super gut. Auch wenn ihr jetzt nicht dazu das Clairasil verwendet, sondern irgendein anderes Waschgel, kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, jetzt musste ich kurz zu Luna, weil sie aufgewacht ist. weiter geht's mit meinem Shampoo. Da habe ich von Aussie dieses Volume Shampoo. Aussie hat mittlerweile sein Sortiment relativ erweitert. Also da gibt es jetzt auch Haarspray, Haarschaum und so weiter. Ich verwende da nur das, oder bisher jetzt nur das Shampoo und bin damit super zufrieden. Kennt ihr das, wenn eure Haare beim Haarewaschen quietschen? Also wenn ihr dann eingeschäumt habt eure Haare und spült die dann mit Wasser aus, dann macht man ja meistens so. Und dann kann man da nicht wirklich über seine Haare drüber fahren oder beziehungsweise wenn man es macht, dann quietschen die so. Und das ist halt ein Zeichen davon, dass da keine Silikone und so weiter verarbeitet werden. Also Aussie ist ja eher so auf der pflanzlichen Basis. Riecht auch total gut. Ich kann es nicht definieren, irgendwie so nach Süßigkeiten. Meine Freundin hat den Duft beschrieben damals mit rosanes Glitzerpony. also es riecht wirklich irgendwie so nach Zuckerwatte, keine Ahnung, Bonbons, irgendwie so. Also riecht wirklich sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ist allerdings recht stolz im Preis. 5,95 € kostet die Flasche mit. 300 ml sind da drinnen. Aber es lohnt sich wirklich. Also ich finde es von der Pflege her sehr gut. Und es ist bestimmt jetzt schon die, keine Ahnung, 5. Flasche, die ich mir davon kaufe. Die halten aber auch ewig. Also wenn ich mir da eine kaufe, 6 €, hält die mir ewig. Die habe ich ewig in der Dusche stehen.
So, nächster Artikel, nicht gerade unwichtig, sind unsere Zahnbürsten. Von Dr. Best haben wir die da immer. Ich habe immer eine weiche, also mit weichem Bürstenkopf, weil ich relativ empfindliche Zahnhälse bzw. Zahnfleisch habe. Mein Mann verwendet da die ganz normale mittlere. Der hat sich jetzt noch diese Zungenreinigung dazu genommen. Also da ist diese Zungenreinigung hinten am Bürstenkopf noch mit dran. War gleich 1 Euro teurer. Also ich glaube, seine hat 2,55 Euro gekostet und meine 1,55 Euro. Nur wegen dieser Zungenreinigungsfunktion. Aber was will man machen? Ne? Wenn das will, dann soll er es mitnehmen. Nächster Artikel. Nächster Artikel, der mit musste, ist ein Desinfektionsspray. Und zwar aus dem Grund, dass ich meine Toilette zu Hause ausschließlich mit Desinfektionsmittel putze. Viele Leute machen das ja mit einem Lappen und also mit einem extra Klolappen, den sie nur fürs Kloputzen verwenden. Aber ich finde es so eklig, ich weiß auch nicht warum. Auf unsere Toilette gehen natürlich nur mein Mann, meine Freunde, Verwandten, Familie, also kein Fremder oder sowas. Trotzdem habe ich irgendwie kein gutes Gefühl, wenn ich es nicht mit Desinfektionsmittel putze. Das heißt, mein Klo wird von außen und von innen komplett durchdrängt oder halt benetzt mit Desinfektionsmittel. Und dann mache ich das mit Klopapier wieder ab und das Klopapier wird dann anschließend im Klo runtergespült. Klingt komisch, ist aber so. Da bin ich irgendwie ganz empfindlich. Ich weiß auch nicht, wieso. Und deswegen muss des Öfteren mal ein Denk mit Desinfektionsmittel mit, dass ich halt wieder ordentlich mein Klo putzen kann. Nächster Artikel, der mit musste, ist unsere oder meine Nivea Indusch Soft Milk. Aus die hellblaue Serie ist das. Ich verwende ganz gerne so Indusch Body Lotions, einfach aus dem Grund, weil man sich wirklich schneller damit eincremt, da man sich nicht so ausgiebig eincremen muss. Also wenn ich was auf die Haut mache, muss ich da ja ewig schmieren, bis das richtig schön weg ist. Und da kann ich halt einfach schnell so drüber schmieren und spüle das wieder ab und habe trotzdem so einen eingecremten oder ja, einen Cremefilm auf meiner Haut. Ich habe die von Nivea sehr gerne. Ich muss aber auch sagen, dass ich die von Balea, also die von der Hausmarke von DM, auch wahnsinnig gut finde. Und eigentlich gibt es da fast keinen Unterschied außer halt der Preis. Wobei die jetzt auch gar nicht so teuer war. 2,95 Euro oder irgendwas kostet die. Klar, die von Balea sind günstiger. Aber ich habe mir jetzt einfach mal wieder die von Nivea mitgenommen. Dafür habe ich mir aber von Balea mitgenommen 2x was zum Duschen für mich. Zum einen ist es die Balea Dusche und Creme, nennt sich die, Vanille Kokos. Habe ich jetzt mal ausprobiert, hatte ich noch nie. Und riecht total gut, so süßlich nach Kokos und Vanille. In den kalten Monaten habe ich das immer ganz gern, wenn es ein bisschen so sinnlicher riecht, also süßer riecht. Dann zum Ausprobieren habe ich mir auch noch mitgenommen von Balea diese Softöl-Dusche. Also diese orangene Serie. Da hatte ich auch nämlich schon mal eine Indusch Body Lotion von dieser orangenen Serie und war sehr zufrieden damit. Und deswegen probiere ich es jetzt einfach mal als Duschgel aus. Riecht auch sehr gut, eher so in die süßliche Richtung. Kann ich aber jetzt nicht genau definieren, nach was es riecht. Auf jeden Fall riecht es gut. Die mit dem Ölkomplex hat ein bisschen mehr gekostet wie die normale. Aber sie waren beide unter 1 Euro. Also für ein Duschgel optimal. Vorletzter Artikel, bevor ihr es geschafft habt, ist mein Dove Deo. Ganz unspektakulär. Ich habe da immer dieses Compressed, auch wieder aufgrund dessen, dass mein Beauty Case sonst zu voll wird, wenn wir unterwegs sind, wenn ich die normale Deo-Größe nehme. Die kosten auch beide das gleiche und es soll auch beide genau ergiebig sein. Also das Compressed soll genauso viel Sprühstöße enthalten wie das große. Deswegen ja, nehme ich halt immer das kleine, weil es einfach handlicher ist. Und der letzte Artikel ist einmal mein Rasierschaum, auch von Balea, also der Hausmarke von DM. Ist super, riecht ganz gut und man kann sehr gut mit dem Rasierer drüber gleiten, kostet auch unter 1 Euro und deswegen nehme ich mir den immer mit. Der hält auch ewig, also den habe ich immer ewig, bis der leer ist, obwohl ich ihn natürlich regelmäßig rasiere. Ja, das war unser DM-Einkauf für euch, sprich ein DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bei meinen Sachen waren jetzt auch ein paar Dinge dabei, die ihr euch vielleicht das nächste Mal auch kauft.
Der Schwerpunkt lag sicherlich noch bei Babysachen. Es liegt aber auch einfach daran, dass ich diese Babylove-Serie von DM unwahrscheinlich gut finde, gerade im Preis-Leistungs-Verhältnis. Also falls ihr da was für eure kleinen Schnuffis braucht, fahrt ruhig zum DM und deckt euch da ein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet und mir natürlich einen Daumen nach oben da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sage ich Tschüss!